Hallo, eine neue Gehirnjogging-Aufgabe, weil es euch so gut gefallen hat. Und zwar, wir haben ja vor kurzem Ostern gehabt. Also, ein Hoppelhase hat zwei große Löffelohren. Das heißt, ein Hand hat zwei Finger, den Zeigefinger und den Mittelfinger oben. Und damit der Hasenbraten auf dem Teller landen kann, braucht man einen Jäger. Und der Jäger, der hat eine Pistole, ein Gewehr natürlich, mit einem langen Lauf, also Zeigefinger und Daumen schaut aus wie ein Gewehr. Wenn ihr das soweit bewerkstelligt habt, dann wisst ihr ja, die Osterhasen schlagen schnell Haken und laufen davon. Deswegen läuft er nach rechts weg, schlägt einen Haken und läuft nach links weg. Schlägt wieder einen Haken und läuft nach rechts weg. Schlägt einen Haken nach links. Sind wir wieder dabei? Ich hoffe, dass eure Finger euch gehorchen. Wenn nicht, dann übt es. Es ist eine reine Übungssache. Man kann das lernen und gleichzeitig trainiert man sein Gehirn. Wenn das kein Problem mehr sein sollte, wisst ihr ja, die Hasen hoppeln. Also die laufen nicht so schön gerade, sondern die hoppeln davon. Und da hoppelt auch wieder der Hase. Ihr müsst nur aufpassen, dass das Gewehr nicht hoppelt. Nicht, dass auf einmal das Gewehr hoppelt und der Hase gerade läuft, sondern der Hase hoppelt und das Gewehr ist ruhig. Viel Spaß beim Üben.